Guten Tag und herzlich willkommen bei fotowissen.eu. Neuerdings ist es möglich, HDR-Fotos mit Capture One zusammenzufügen. Wie das geht, was das für Funktionen sind, zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf und Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse, auch für Capture One, auch für Lightroom, auch für Fotografie. Und ich zeige Ihnen die HDR-Funktion in Capture One mit Hilfe des Plugins Photomatix Pro. HDR-Fotografie ist immer dann notwendig, wenn der Sensor nicht alle Töne, nicht alle Helligkeitswerte aufnehmen kann, und dann lohnt es sich, mehrere Fotos in Folge zu fotografieren, wie zum Beispiel diese drei hier mit 0 EV, mit unterbelichtet, minus 2 EV, mit plus 2 EV, und die dann zusammenzufügen zu einem fertigen Foto. Und Photomatix Pro gibt es jetzt in einer Beta-Version für Capture One. Da gehen Sie einfach auf den Artikel und auf diesen Link hier, und dann kommen Sie zu der Webseite, wo Sie diese Beta-Version runterladen können. Und zwar ist das erstmal eine Testversion, wenn Sie noch kein Photomatix Pro-Besitzer sind. Und da wird Ihnen ein Copyright eingebaut in Ihr fertiges Foto. Sobald Sie aber die ganze Sache gekauft haben, und dazu gibt es hier einen Link mit 15% Rabatt auf unserer Webseite, werden Sie auch diese Version vollständig nutzen können, diese Beta-Version. Dann geben Sie netterweise ein Feedback an Photomatix Pro, wo es noch hakt, und dann können die das fertig entwickeln, und das wird bestimmt in Kürze zur Verfügung stehen als Vollversion. Gut, wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie das installiert haben, downgeloadet haben, also geladen haben und installiert haben, dann müssen Sie einmal Capture One schließen und wieder neu öffnen, falls Sie es schon geöffnet hatten. Und dann steht diese Funktion, dieses Plugin zur Verfügung in Capture One. Ich habe jetzt hier drei Bilder, die sind von der GFX 50S. An für sich ist es nicht notwendig, da jetzt ein HDR-Bild anzufertigen, weil der Sensor tatsächlich einen riesigen Dynamikumfang hat. Aber ich habe das einfach mal beispielsweise für Sie gemacht. Was jetzt sinnvoll ist, ist, bevor Sie das zu einem HDR-Bild zusammenfügen, das können ja 3, 5 oder 7 Bilder sein, die Sie gemacht haben mit verschiedenen Belichtungswerten, mit verschiedenen Unterschieden in der Belichtung. Sie sollten in jedem Fall mal sich diese Bilder anpassen, sodass die Farben stimmen und dass die Schärfe stimmt. Also schärfen können Sie auch noch nachträglich, aber was ganz, ganz wichtig ist, dass Sie den Weißabgleich vorher machen, bevor Sie es an das Plugin übergeben. So haben wir jetzt hier, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Wärme reingebracht. Und dann würde ich persönlich das Bild hier auch an der Stelle noch schärfen wollen. Dazu würde ich in 100% gehen und mir das anschauen. Und das sieht schon sehr scharf aus. Aber wenn ich jetzt möchte, kann ich hier noch meine GFX 50S Schärfung abrufen. Und diese Schritte würde ich jetzt hier kopieren. Diese Einstellung würde ich kopieren und würde die auf die anderen beiden Fotos eben auch noch anwenden. Und fertig ist der Lack. Jetzt gehen wir hin und gehen wieder in den Viewer und nehmen alle drei Fotos und klicken die mit gedrückter Shift-Taste an, sodass die alle drei aktiv sind. Klicken mit der rechten Maustaste ins Bild und sagen Bearbeiten mit Merge to HDR with Photomatix Pro. Das heißt also, wir fügen jetzt die drei Bilder zu einem einzigen zusammen in Photomatix Pro, und dazu starten wir jetzt hier die Software. Was die Software jetzt machen kann, ist, den Bildnamen zu einem Namen zu vereinigen. Dazu würde jetzt hier drin stehen 5033 minus 34 minus 35, und das sollte man hier einmal so einstellen. Die beste Bildqualität bekommen Sie, wenn Sie in TIFF 16-Bit unterwegs sind, und dann können Sie das Ganze zusammenfügen. Hier sehen Sie nochmal die einzelnen Einstellungen im TIFF, die Sie auch noch anpassen können. Sie könnten hier auch noch schärfen, und hier ist möglich, diese Metadaten zu übernehmen.
wir bearbeiten das jetzt so mit diesen Voreinstellungen und müssen einen kleinen Moment warten, weil diese Dateien natürlich riesengroß sind. Die sind 50 Megapixel groß und werden jetzt erst in TIFF umgewandelt von 16-Bit und dann werden die zusammengefügt. Und wenn Sie keine Bewegungen im Bild haben, die hat man natürlich zwangsläufig immer ein bisschen, zum Beispiel an einem windigen Tag bewegen sich also auch in so einer Naturaufnahme mal die Blätter und die Äste. Deswegen müssen Sie hier unbedingt mal die Ausgangsbilder ausrichten. Auch wenn Sie vom Stativ fotografiert haben, gibt es da immer einen ganz, ganz kleinen Versatz. Unter Umständen bekommen Sie den schon vom Auslösen. Wenn Sie mit dem Fernauslöser gearbeitet haben, an einem windstillen Tag, mag das nicht so wahnsinnig wichtig sein. Und hier könnten Sie noch Optionen für Geisterbilder mit einfügen, sodass Sie das noch selber, dass Sie da noch selber Hand anlegen können an die Bewegungen im Bild, um das rauszurechnen. Ich habe das jetzt einfach mal so bestätigt. Wenn Sie ein schönes Tutorial sehen möchten zu Photomatics Pro und dem Umfang der Software, dann schauen Sie mal bitte in den Beitrag rein. Da habe ich Ihnen auch ein Video bereitgestellt über Photomatics Pro, ein allgemeines Video, wie man mit der Software arbeiten kann. Das wollte ich ja nun heute nicht zeigen. Ich wollte nur zeigen, dass es sich als Plugin in Capture One integrieren lässt. So, jetzt haben wir hier die fertige Zusammenfügung und wir können jetzt hier, ich muss das mal eben für Sie anpassen, damit Sie alles sehen können. Wir können jetzt hier links händisch alles einstellen. Wir können aber auch Presets nehmen, wie ausgewogen, realistisch, fotografisch, natürlich und so weiter und können auch eigene Presets anwenden, wenn wir das möchten. Ich habe hier irgendwie schon mal ein paar selber eingefügt. Hier können Sie wählen und Sie können die auch als Favoriten belegen, wenn Sie das möchten. Also wie gesagt, ich möchte das nicht ganz so ausführlich machen heute. Wir gehen mal auf realistisch und sagen weiter abschließen. So, jetzt kriegen wir nochmal einen letzten Dialog. In dem können wir nochmal ein paar Dinge anpassen, wenn wir das möchten. Bevor das Ganze in Capture One Pro wieder reimportiert wird. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. So, ich mache das mal ein bisschen sichtbar für Sie. Und hier könnte man zum Beispiel jetzt noch den Kontrast erhöhen, zum Beispiel mit leichtem Kontrast. Das würde mir ganz gut gefallen. Man kann hier noch eine Menge Sachen machen, auch schärfen, aber das würde ich persönlich eben immer vorher machen oder nachher in Capture One. So, hier haben wir jetzt das finale Reimportieren. Und Sie sehen schon, jetzt haben wir das fertige Ergebnis in Capture One zur Verfügung. Es ist wunderschön, dass wir das fertige Ergebnis in Capture One haben und wir könnten jetzt hier zum Beispiel Staub rausflecken oder wir können kleinere Bearbeitungen machen. Wir können Tiefen wiederherstellen oder Dinge machen, aber die sollte man eben vielleicht auch in Photomatics Pro schon berücksichtigen. Hier könnte man noch kleine Änderungen machen und dann könnte man dieses Bild verwenden als ja, zur Ausgabe in ein JPEG, um ein Poster zu erstellen oder um es im Internet zu veröffentlichen und so weiter und so weiter. Diese Möglichkeiten sind ja dann alle da. Dieses Plugin macht einen hervorragenden Job. Sie kriegen zwar kein DNG, aber Sie haben natürlich viele, viele Möglichkeiten, Ihr Bild selbst zu beeinflussen in Photomatics Pro. Deswegen ist die Software wirklich nützlich. Wenn Sie zusammenarbeiten mit Lightroom, also wenn Sie beides haben, Capture One und Lightroom, dann kann das auch sinnvoll sein, das HDR erst in Lightroom zusammenzurechnen und dann in Capture One zu bearbeiten. Das bleibt Ihnen überlassen. In Photomatics Pro haben Sie eine Menge mehr Möglichkeiten, das Bild so zu gestalten, wie Sie es haben möchten. Photomatics Pro macht in der neuesten Version auch wirklich tolle, natürliche Ergebnisse, die nicht so künstlich aussehen, die nicht total kitschig aussehen. Und den Rest könnten Sie ja jetzt hier in Capture One auch nochmal ein kleines bisschen nachbearbeiten, die Sättigung rausnehmen, die Farben verändern. Das wäre jetzt alles noch eine Möglichkeit, die Sie in Capture One machen könnten. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit diesem Plugin, mit Capture One, mit Ihrer Fotografie. Ich wünsche Ihnen gutes Licht und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen und Sie sich noch weitere Videos wünschen und Berichte wünschen, dann geben Sie einen Daumen nach oben und abonnieren mal den YouTube-Kanal
und abonnieren den Newsletter bei fotowissen.eu. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gutes Licht für Sie. Auf Wiedersehen, Ihr Peter Roskoten.